Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video. Und wir schauen uns heute mal einige Mods von dem Spiel an, weil da gibt es mittlerweile echt viele und coole Mods. Unter anderem wie der Quetzal Quadlus hier. Der sieht echt gut aus und der hört sich auch echt böse an. Können ja allgemein mal eben die Schreie durchgehen. Mit seinem Schnabel klappert. Das klingt echt böse. Sind schon tolle Animationen. Ich finde es echt cool, dass die Mods auch so eigene Sounds und sowas haben. Das war's. Finde ich echt super. Und der kann natürlich auch fliegen. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin. Ich glaube, wir müssen aber ein bisschen Anlauf nehmen. Wir versuchen es mal. Ja, hat geklappt. Wir sind hier übrigens auch auf einer gemoddeten Karte. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Heroline Island heißt die Karte. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ist auch wunderschön. Aber der fühlt sich schon echt gut an, wenn man damit rumfliegt. Sturzflug geht auch. Und man kann auch so richtig schön einfach gleiten. Schon echt gutes Gefühl. Dafür, dass das eine Mod ist, ist schon Wahnsinn. Hier nochmal hochfliegen einmal. Ah, man kann sogar Precise Movement machen, also diese präzise Bewegung, während man in der Luft ist. Aber ich fliege jetzt einmal hoch, mache einen Sturzflug und versuche da mal zu landen. Bin übrigens jetzt gerade komplett ausgewachsen. Wir können uns auch gleich nochmal als Baby machen. Ich versuche jetzt erstmal hier unten zu landen. Oh. Okay. Einfach voll Schaden bekommen. Aber ich weiß auch nicht, wie man das richtig macht, ehrlich gesagt. Ey, der ist richtig cool. Ich mag den sehr gerne, den Quetzal. Ja, der fühlt sich super an. Ich bin jetzt mal in der Home Cave gelandet und wir gucken uns jetzt mal hier die Attacken vom Quetzal an. Standardmäßig kann der diese Attacke einfach zubeißen. Aber man kann noch viel, viel mehr lernen bei Charakter. Ich habe das jetzt schon mal alles freigeschaltet. Normalerweise wäre hier nur der Kopfbiss drinne und hier so die Haut und sowas. Ich habe jetzt aber zum Beispiel schon gelernt, die Schnabelattacke, die macht mittleren Schaden und niedrige Blutung. Zeige ich euch auch einmal. Da piekt er einmal mit dem Schnabel so in den Körper vom Gegner. Finde ich auch sehr, sehr cool. Ist halt praktisch, um den Gegner zum Bluten zu bringen. Aber man kann noch mehr lernen, denn hier bei dem Kopf zum Beispiel, also ist ja immer in so Körperteile unterteilt, da gibt es auch noch die Attacke Skua. Das ist eine Charge Attack, also da muss man so ein bisschen Anlauf nehmen. Und diese macht hohen Schaden und Blutungsschaden. Und man muss am Boden dafür sein. Das können wir gleich auch mal testen, wenn wir aus der Höhle raus sind. Mache ich jetzt mal hier auf den ersten Slot beim Kopf. Und dann gehen wir zum nächsten Step. Das sind nämlich die Sinne. Die sind normalerweise hier auf ausgewogen. Da hat man Standardwerte, also keine positiven und negativen Eigenschaften. Es gibt aber noch den Attack-Sinne oder den Attack-Sinn. Da hat man plus 10% Angriffsschaden und minus 20% Ausdauer. Oder den Speed-Sinn. Da hat man 5% erhöhte Geschwindigkeit und minus 10% Rüstung. Den nehmen wir jetzt einfach mal, dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Aber man kann zum Beispiel auch noch was bei den Vorderbeinen lernen, beziehungsweise Flügeln bei dem Quetzal. Da gibt es nämlich eine Attacke, da kann man mit seinen Flügeln schlagen. Und die hat Knockback, also das heißt, die Gegner werden dann zurückgeschlagen. Und man muss dafür am Boden sein. Zeige ich euch jetzt auch mal direkt. Steht man einfach so mit den Flügeln um sich.
Ist natürlich ganz praktisch, wenn man angegriffen wird und schnell flüchten will. Dann kann man die so zurückhauen, direkt losrennen und wegfliegen. Ich glaube, dafür ist die hauptsächlich gedacht. Die nächste Attacke, die dort war, aber den Flügeln. Diese hier. Das ist eine Rolle in der Luft. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Können wir aber auch gleich erst, wenn wir aus der Höhle raus sind. Dann haben wir Stoffwechsel. Da kann man seine Futtereigenschaften ändern. Hypercarnivore ist, dass man nur Fleisch frisst. Dann gibt es hier auch noch den Aasfresser. Dann kann man Fisch, Fleisch, Aas, Schalentiere und Knochen essen. Dafür ist man dann schneller erschöpft, was Hunger angeht und Durst angeht. Dann gibt es auch noch Hautveränderungen. Da haben wir jetzt Standard, also keine positiven, negativen Eigenschaften. Es gibt aber auch noch den Marathonläufer. Dann hat man erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und man kann sich besser drehen, also bewegen von der Drehung her, aber nur am Land. Dadurch wird nämlich dann aber auch in der Luft die Geschwindigkeit schlechter und man hat weniger Ausdauer beim Fliegen. Das heißt, das will ich jetzt auf jeden Fall nicht lernen, weil ich gerne in der Luft bin. Ist halt, wenn man mehr viel am Boden ist, macht das wahrscheinlich Sinn, dann das Grüne hier zu lernen. Und dann gibt es auch noch Beinveränderungen. Da haben wir jetzt auch Standard gerade drin. Das hier, keine positiven, negativen. Es gibt aber auch noch das hier. Da hat man dann plus 10% Ausdauerregenerierung. Oder das hier, dann hat man plus 10% Reduktion bei Fallschaden. Das heißt, wenn man irgendwo runterfällt, kriegt man weniger Schaden. Ich mache jetzt einfach mal das, dass wir mehr Ausdauer bekommen. Und dann haben wir, glaube ich, hier alles ausgerüstet. Zwei Attacken müssen wir gleich noch ausprobieren draußen. Nämlich einmal diese hier, diese Charge Attack und die Rolle im Flug. Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier mal raus. Diese Charge Attack, die kann man jetzt aufladen. Und sobald man die loslässt, fliegst du halt damit zu. Ihr hört ja das Geräusch, wenn er auflädt. Und ich glaube, je länger man auflädt, desto mehr Schaden macht man dann auch. Oh, irgendwann macht das auch automatisch. Okay. Und dann gibt es auch noch natürlich die Rolle. Ist dann ähnlich wie bei Ark, der Pteranodon. Der macht ja auch diese Rolle. Die kann man aber nur, während man schnell fliegt in der Luft. Wenn ich jetzt langsam fliege, ist die auch unten ausgegraut. Aber sobald ich jetzt Shift drücke, kann ich auch die Rolle machen. Die raubt dann natürlich auch einiges an Stamina. Essen und Trinken ist bei dem Quetzalcoatlus logischerweise standardmäßig Fleisch und Wasser. Werde ich mal jetzt nämlich nicht auf die Suche begeben. Ich versuche jetzt mal eben hier hochzukommen. Und dann können wir uns nochmal schnell die Skins angucken. Kann ich euch jetzt leider nur in der Ansicht auf die Schnelle zeigen. Aber ihr müsst immer bedenken bei diesen Skins, man kann hier noch voll viel anpassen, was die Farben und so angeht. Also da kann man auch noch richtig viel verändern. Aber da seht ihr halt dann schon mal grob, was für Skins es gibt. Geht ihr einfach einmal schnell durch. Da gibt es halt wahnsinnig viele Kombinationsmöglichkeiten dann. Ja, wenn man das dann hier unten anpasst, dann sieht eigentlich fast jeder Quetzal wirklich einzigartig aus. Ich finde das echt krass, das ist halt nur eine Mod. Es fühlt sich halt echt an wie ein richtiger Dinosaurier. Fühlt sich so perfekt an. Also wie ein Dinosaurier ist es ja nicht. Ein richtiger Flugsaurier, aber wie aus dem Spiel, so original. Alles ist so mega perfekt. Also die Modding-Szene von Path of Titans ist schon krass. Sehr beeindruckend. Die hat halt so einen hohen Umfang, diese Mod. Ich würde euch den gerne nochmal eben als Baby zeigen. Dafür müsste es auch einen Admin-Befehl geben. Den sucht man eben schnell raus. Oh, clean gelandet. Kann's ja doch. Ja, hat geklappt direkt. Perfekt. Was sind wir ein kleines Baby? Wie der aussieht. Das ist ja lustig. Selbst die Schreie hören sich anders an. Als Baby. Flieg, kleiner Mann. Ja, die Attacken kann er jetzt aber nicht mehr ausführen, glaube ich. Weil er so klein ist. Alles ausgegraut. Fliegt auch echt viel langsamer. Als Baby. Aber süß ist er. Süß ist er mit seinem kleinen... Ja, was heißt klein? Mit seinem riesigen Auge. Ja, ist schon cool. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Mod. Das muss ich wirklich sagen. Und das hier ist die nächste Mod, die wir uns anschauen.
Das ist der Terizinosaurus. Da können wir auch einmal die Schreie durchgehen. Er kann auch seinen Staubwedel da hinten benutzen, sehr gut. Ja, und das war's. Gefällt mir auch echt gut. Der kann natürlich ja auch sprinten. Ich finde es auch cool, dass er so seine Arme so nach hinten klappt. Im Sprinten. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Ist jetzt nicht der allerschnellste, aber der ist halt auch sehr massiv, ne? Also der wiegt echt viel und ist auch echt groß. Der kann auch zuhauen mit seinen Klauen. Und apropos zuhauen, wir werden uns jetzt mal in Richtung Home Cave begeben. Dann können wir uns auch gleich nochmal die anderen Fähigkeiten angucken. Aber wir können auch nochmal kurz ins Wasser gehen und schwimmen. Kann der schwimmen? Ja, der kann schwimmen. Ist aber nicht der schnellste Schwimmer. Und jetzt schauen wir uns wieder die Fähigkeiten an. Da haben wir natürlich wieder den normalen Klauenangriff. Aber es gibt noch eine Menge, die man dazu lernen kann. Da haben wir zum Beispiel eine Kopfattacke. Einen Biss. Verursacht mittleren Schaden. Packen wir mal hier auf die 2. Können wir den auch ausprobieren. Ja, beißt einfach ganz normal zu. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Also das ist echt wieder super viel. Es gibt auch die Sinne wieder. Das sind die gleichen Sinne wie beim Quetzal Quadlus. Einmal der Defensive und einmal der Geschwindigkeitssinn. Machen wir auch mal den Geschwindigkeitssinn rein. Dann gibt es auch noch Vorderbeine, beziehungsweise die Klauen sind es beim Terizinosaurus. Und da haben wir erstmal diese normale Attacke, die wir gerade gemacht haben. Dann gibt es auch noch eine aufladbare Attacke mit den Klauen. Die lerne ich jetzt auch mal eben hier anstatt dessen, genau. Und es gibt zum Beispiel auch eine aufladbare Attacke mit Blutungsschaden. Je nachdem, wie lange man die auflädt, desto mehr Blutungsschaden macht die. Da schauen wir uns jetzt erstmal die ohne Blutungsschaden an. Die kann ich halt gedrückt halten. Dann hebt er die Klaue langsam. Ich kann dann auch laufen. Sobald ich die loslasse, haut er zu. Beziehungsweise jetzt gerade hat er sogar nach einer Zeit zugehauen, wo das abgelaufen ist. Also es hält nicht ewig. Irgendwann macht das automatisch. Aber ich kann die einfach reaktivieren und dann haut er wieder zu. Und das geht dann wahrscheinlich mit der anderen Attacke ähnlich. Genau, er hebt aber dort die... Ist das die andere Klaue? Ich weiß es gar nicht. Er hebt die auf jeden Fall ein bisschen anders, die Klaue. Und piekst auch so unten rein. Okay, das ist auf jeden Fall eine andere Animation. Das ist cool. Da kann man auch erkennen, was da gerade auflädt. Dann schön in den Bauch und Blutungsschaden. Und dann gibt es natürlich noch weitere Attacken. Und zwar diese hier, die Blockade. Da kann man so die Hände heben. Und dann kann man sich über eine kurze Zeit nicht unverwundbar machen, aber man kriegt weniger Schaden. Da blockt man dann sozusagen Angriffe. Kann man auch nicht gedrückt halten. Also es ist wirklich nur dieser kurze Moment. Ihr seht das ja. Kann natürlich helfen, wenn gerade irgendwas auf einen zurennt oder so, dass man dann den Schaden blockt im richtigen Moment. Und dann haben wir auch den Stoffwechsel noch. Das gehe ich jetzt mal nicht so aufs Detail ein. Da kann man auf jeden Fall auch hier zum Beispiel auf Beeren und Früchte wechseln. Dann hat man ein bisschen weniger Erschöpfungsrat, was Hunger und Durst angeht. Oder als Insektenfresser kann man auch werden. Früchte essen, Insekten und hat halt ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten, was das Essen angeht. Werde ich jetzt mal nicht lernen. Die Haut, da gibt es auch noch verschiedene Hauttypen. Nehme ich zum Beispiel einmal den widerstandsfähigen Hauttyp. Da hat man erhöhte Blutungs- und Giftresistenz. Und dann gibt es auch das Leichtgewicht. Erhöht die Geschwindigkeit, vergrößert den Wenderadius und verringert die Verteidigung. Das heißt, da wird man schneller und wendiger, aber dafür weniger Verteidigung. Lernen wir mal. Finde ich interessant. Die Beine, da gibt es auch eine Attacke. Nämlich gibt es dort einen Sturmangriff. Stürm in einer Linie vorwärts und verursache Schaden an allem, was du triffst. Lernen wir mal, testen wir gleich draußen.
packe ich mal hier auf die 2. Und es gibt auch Schwanzattacken. Nämlich kann man hier nach hinten ausweichen und dann Abilities rauslocken von Gegnern. Das können wir gleich mal testen. Klingt interessant. Und es gibt auch einen Schwanzangriff. Das ist wahrscheinlich einfach ein Schweifhieb, so wie man es kennt. Packe ich mal kurz hier rein, dann testen wir den mal. Und die anderen beiden testen wir gleich draußen. Einfach mal wedeln. Einmal Staub wedeln. Ja, und jetzt gehen wir mal raus und testen mal die anderen Attacken. Da gibt es dann ja einmal diese Charge-Attacke. Guck mal, da haut er sogar die ganze Zeit um sich. Das ist ja interessant. Das heißt, alles, was im Weg ist, wird dann gehackt. Hat jetzt auch eine ganze Weile angehalten, aber hat auch viel Cooldown. Das seht ihr ja unten, die Zeit geht da runter. Und dann gibt es auch diese Dodge-Attacke noch. Na, guck mal, da kann man echt zurückschrecken. Das ist ja auch ganz cool, dass es solche defensiven Attacken gibt. Geht einen Schritt zurück und weicht anderen Attacken aus. Nicht schlecht. Dann gucken wir uns nochmal die Skins an. Die gehen wir auch wieder ganz schnell grob durch. Damit ihr die auch mal seht. Da gibt es auch wieder viele verschiedene, die man dann auch super individuell noch anpassen kann mit den ganzen Farben. Finde ich optisch auch echt krass. Und zu guter Letzt schauen wir uns den als Baby nochmal an. Da ist er. Kleine Baby-Teri. Oh, süß. Oh, der klingt aber wie ein großer, glaube ich. Ne, ein bisschen anders klingt er. Ein bisschen schriller. Ja, niedlich. Aber er kann anscheinend auch schon hier die Attacken jetzt doch. Zumindest ein paar davon. Das Ausweichen kann er und das Blocken. Das ist wie so ein Gang-Sign, was er macht. Yo, was geht ab? Gangster-Terry. Ja, das ist auf jeden Fall die Terizinosaurus-Mod. Finde ich auch richtig, richtig gut. Und das hier ist unser nächster Kandidat. Nämlich der Sachikasaurus. Ein Unterwassermonster. Oh, das ist sogar ein Hai. Oh, mit einem Haps ist der Mund. Okay, das war ja einfach. Einfach nur getötet und dann schwimmen lassen. Ja, der bewegt sich auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Sieht echt interessant aus. Man kann auch hier unter Wasser Precise Movement tatsächlich machen. Aber der scheint echt wendig zu sein. Guck mal, wenn man so rückwärts schwimmt, kann sich echt gut drehen. Ist aber, glaube ich, nicht der allerschnellste. Also das hier ist gerade jetzt mit Sprinten. Es könnte aber auch sein, dass es gerade nur langsam aussieht, weil hier halt nicht so viel unter Wasser ist. Also man sieht halt nicht so viel an sich vorbeiziehen und deswegen könnte es sein, dass es sehr langsam aussieht. Ich tauche einfach mal auf. Guck mal, an Land sieht es halt viel schneller aus, weil man halt jetzt Sachen an sich vorbeiziehen sieht. Das ist halt eine gemoddete Karte. Ich glaube, hier ist einfach die Unterwasserwelt nicht so krass gestaltet. Zumindest nicht in dem Bereich, wo ich gerade bin. Aber der sieht schon echt interessant aus. Wir können ja auch hier mal die Calls durchgehen. Wie bedrohlich das klingt. Aber unter Wasser ist es halt ein bisschen gedämpfter. Boah, das ist böse. Oh mein Gott. Diese Geräusche, wenn der Kiefer zusammen snappt. Das müssen wir uns einmal unter Wasser geben. Mit dem Kiefer. Okay, das ist krass. Das finde ich mega gut. Ich finde das voll cool, wie viel Mühe und Arbeit in diese Mods fließt, dass da wirklich auch Sounds und so drin sind, die echt cool sind. Das ist mein Favorit auf jeden Fall. Oh, er kann sich auch drehen. Der ist sich gerade tot. Der stellt sich tot, oder? Ja, wie cool ist das denn?
witzig. Geh mal an Land und mach das dann mal. Mal sehen, wie das dann aussieht. Sehe ich dann aus wie so ein gestrandeter Wal? Ah, der kann sogar an Land. Cool. An Land ist er natürlich sehr, sehr langsam. Er kommt gar nicht richtig rum von der Drehung. Das sieht ja aus. Ich glaube, weil ich am Land bin, kann er sich nicht so bewegen. Das ist ja witzig. Machen wir es hier nochmal? Guck mal, hier klappt's. Und dann bewege ich mich mal an Land. Und jetzt sehe ich aus wie ein gestrandeter Wal. Sehr, sehr lustig. Ja, komm, ab ins Wasser. Da fühlt sich da viel wohler. Ja, auch hier sollten wir mal in die Home Cave gehen, wegen den Attacken. Ich kriege jetzt hier schon eine ganze Weile und ihr seht jetzt unten rechts, mein Trinken ist auch schon echt weit unten. Das heißt, Wassersauriern, tut es anscheinend nicht gut, an Land zu sein. Macht ja auch Sinn. Trocknet hier echt schnell aus. Das hat auch lange gedauert. Ich bin halt hier gerade über dieses Landstück gekrochen. Boah. Ich benutze schon Admin-Befehle. Ich habe gerade schon 5-mal meine Stamina wieder hochgemacht. Mache ich jetzt noch einmal. So. Und jetzt reicht's hoffentlich. Ich hoffe, das Wasser füllt sich jetzt auch gleich wieder auf im Meer. Ach, wie schön. Ja, ist direkt wieder voll. Sehr gut. Was man nicht alles tut, um zur Home Cave zu kommen. Na, guck mal, hier ist sogar ein bisschen Unterwasser-Zeugs im Wasser. Das ist ganz gut. Aber dann schwimmen wir jetzt mal zur Home Cave und dann gucken wir uns mal die Attacken an. Wir können auch mal schnell die Skins einmal durchgehen, wo wir gerade dabei sind. Haben wir das auch schon mal. Da gibt es auch wieder ganz, ganz viele verschiedene. Die kann man farblich dann auch wieder anpassen. Der sieht cool aus. So schön farbenfroh. Ja, habe ich jetzt nicht freigeschaltet, aber ich finde den Standard-Skin eigentlich auch ganz gut. Aber jetzt gehen wir mal zu den Fähigkeiten. Denn da gibt es auch noch eine Knochenbrecherattacke. Lade den Angriff auf und füge Knochenbruch zu. Je nachdem, wie lange er gehalten wird. Genau, das ist dann wieder so eine Charge-Attacke quasi. Warum habe ich die jetzt nicht gelernt? So, jetzt konnten wir den auch lernen, den Knochenbrecher. Habe ich jetzt hier auf die rechte Maustaste gelegt. Testen wir dann gleich. Wir gehen aber nochmal die Sinne durch. Hier kann man zum Beispiel auch den Angriffssinne wieder machen. Dann hat man hier wieder die Standardwertveränderung. 10 mehr Rüstung und weniger Movement-Speed. Und wieder den Speed-Sinn, den hatten wir ja gerade auch schon. Stoffwechsel, da kann man auch wieder zum Aasfresser werden. Dann halten halt die Werte nicht mehr so lange, aber man kann halt mehr verschiedene Dinge essen. Ansonsten gibt es auch noch Hautveränderungen. Da gibt es zum Beispiel hier eine Ausdauererhöhung von 50%, aber dafür wird man langsamer. Und dann gibt es auch noch das hier. Die Schwimmgeschwindigkeit erhöhen und verbessert den Wenderadius beim Schwimmen, verringert die Verteidigung. Das finde ich immer ganz cool. Ich bin immer sehr gerne schnell unterwegs und dafür weniger Verteidigung. Und es gibt auch noch Beinattacken. Nämlich gibt es einmal verbessert die Landgeschwindigkeit, die erlaubte Zeit an Land und die Ausdauerregeneration an Land. Das heißt, dann sind wir nicht mehr ganz so langsam. Ist natürlich nicht schlecht. Dann gibt es auch noch den Sturzangriff. Eine schnelle Sprungrolle nach vorne, die Schaden auf ihren Weg verursacht. Die testen wir auf jeden Fall gleich. Klingt interessant. Packen wir mal hier auf die 1. Und was gibt es hier noch? Eine Aileron Roll. Okay, man dreht sich im Kreis wahrscheinlich einmal schnell und macht Gegnern Schaden auf dem Weg. Müssen wir gleich auch einmal testen. Wir können ja vielleicht die einmal jetzt hier in der Höhle testen und dann können wir die andere gleich mit rausnehmen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Genau, einfach einmal eine Rolle. Und da macht man halt dann Schaden. Geht dann wahrscheinlich auch in der Bewegung, da macht es mehr Sinn. Genau, und dann kann man halt an Gegnern vorbeischwimmen. Dann haben wir die auch schon mal gesehen. Und jetzt den Sturzangriff schauen wir uns gleich nochmal an im freien Wasser. Und es gibt auch noch eine Schwanzattacke. Stürze nach vorne, wenn du im Wasser bist. Die lernen wir auch. Packen wir hier auf die 2. Ich hatte euch jetzt einige Sachen gerade gar nicht gezeigt. Ich glaube, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Diese aufladbare Attacke, ne? Mit rechter Maustaste. Das ist der Knochenbrecher. Das heißt, je länger man die auflädt, desto eher bricht man den Knochen des Gegners. Kann man halt reaktivieren, wenn man möchte, und dann schnappt er zu. Wir gehen jetzt mal hier raus und dann testen wir mal die andere Attacke noch. So, und dann machen wir jetzt erstmal diesen Sturmangriff. Ach, das ist quasi auch so eine Rolle nur.
Aber dann unterscheiden die sich aber gar nicht so krass. Macht wahrscheinlich ein bisschen anderen Schaden. Und dann hatten wir auch noch diese andere Attacke. Ah, das ist einfach so nach vorne schwimmen, okay, und Schaden machen. Ja, interessant. Dann hat er auch einige Attacken. Wir machen uns jetzt aber auch nochmal hier wieder zum Baby. Schwimmen wir mal einmal hier an Land, damit wir uns auch sehen können. Er summt sich so ein bisschen. So, dann machen wir das mal eben. Set, Attribut, Wachstum auf 0.1. Und schon sind wir ein kleines Baby. Wie ist der Kleine? Er macht aber auch schon die fiesen Sounds. Nicht schlecht. Ja, sobald ich Precise Movement loslasse, dreht er sich immer von mir weg, leider. Ich kann ihn halt nur von vorne angucken, wenn ich Precise Movement mache. Aber auch der Kleine fühlt sich schon sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Ja, coole Mods sind das auf jeden Fall. Das waren jetzt drei Mods, die ich euch gezeigt habe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche ihr von den drei am besten findet. Mein Favorit ist, glaube ich, der Quetzalcoatlus. Aber ich würde mich jetzt auch noch sehr über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.